Sehr verehrte Damen und Herren, als Dekan des protestantischen Kirchenbezirks freut es mich, zusammen mit Gemeindereferent Andreas Werle den heutigen Abend moderieren zu dürfen. Abend, den die protestantische Stiftskirchengemeinde und die Kirchengemeinde St. Martin geplant haben. Gemeinsam am Tisch des Herrn. An diesem Abend sind wir hier an historischer Stätte. Es wurden hier, wie die Mönche, Eucharistie gefeiert, im Mittelalter und natürlich auch für die Gemeinde. Und nach der Reformation haben die Reformierten hier Abendmahl gefeiert. Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Reformation 1817 wurden in der Pfalz die Stimmen lauter, dass man doch als lutherische und Reformierte zusammengehen würde. Es gab eine Abstimmung. Demokratisch würden wir heute vielleicht nicht sagen, denn es waren die 7 Ältesten, die damals abstimmen durften. Ja, und die haben mit großer Mehrheit sich dafür entschieden, dass die Unterschiede nicht mehr von Belang sein sollen, sondern dass man gemeinsam in eine Kirche geht und gemeinsam auch Abendmahl feiert. Ja, das war hier 1818 und das wurde pfalzweit groß gefeiert und vor 2 Jahren haben wir uns hier nochmal daran erinnert, dass von der lutherischen Kirche, der kleinen Kirche, hierher gezogen wurde in die Stiftskirche, um dann wirklich auch zum ersten Mal gemeinsam Abendmahl zu feiern. Gemeinsam am Tisch des Herrn. Diese Sehnsucht ist schon alt und hat ihren Grund darin, wenn man eben die Unterschiede nicht mehr als trennend erlebt. Ich kenne dieses Gefühl selbst, wenn ich an einer Messe teilnehme, die Choräle singe, mitbete, um dann bei der Eucharistie sitzen zu bleiben. Ob dieser Traum, den europaweit schon viele evangelische Kirchen verwirklicht haben, auch möglich ist zwischen evangelischen und katholischen. Inzwischen wird das gemeinsame Abendmahl konfessionsübergreifenden, ja auch konfessionsverbindenden Ehepaaren angeboten. Doch eine gegenseitige Einladung für alle ist trotz aller Annäherungen der Ökumene ausgeschlossen. Und wo doch der Versuch gewagt wird, wie beim Ökumenischen Kirchentag 2003, gibt es Konsequenzen und Vergangenheit auf allen Seiten und es wird, ja, aus dem Lahm verschmissen. Gemeinsam am Tisch des Herrn, so lautet ein Votum von evangelischen und katholischen Theologen, das im Mittelpunkt des heutigen Abends stehen soll. Ganz herzlich möchte ich dazu begrüßen Dr. Thomas Stubenhauch, Referent für Ökumene und theologische Grundsatzfragen für das Bistum in Speyer und Pfarrerin Dr. Margarete Hoff, etwas versteckt hinter mir. Sie ist nicht nur Pfarrerin hier in der Stiftskirche, sondern Privatdozentin, hat sich habilitiert zum 2. Vatikanischen Konzil zu einer speziellen Aufgabe und verfolgt aufmerksam die Ökumene. Gemeinsam vor dem Tisch des Herrn könnte ich noch hinzufügen, dürfen so gerne die Alltagsmasken absetzen, wenn Sie möchten. Der Abstand von 1,50 Meter zu den anderen Haushalten wird eingehalten, aber Sie müssen natürlich nicht. Und weil es doch vielleicht von größerem Interesse ist, haben wir auch Herrn Schreier hier, der das Ganze mit aufnimmt. Sie selbst werden nicht aufgenommen, aber die Diskussion wohl auch nicht. Aber hier der erste Teil des Statements abgegeben werden. Den werden wir mitfilmen und so auch veröffentlichen. Ja, soweit. Dann darf ich. Ich hätte noch eine Frage. Ganz hinten kam die Rückmeldung, versteht man es nicht ganz gut? Können wir da noch etwas steuern? Da müssen wir diejenigen, die der Technik schon vertraut, dass sie das nicht. Ja, jetzt denken Sie mich, mir mal zu, wenn Sie mich gut verstehen. Och, wie schön, ja. Hallo, ja, wunderbar. Also, dann setzen wir das Mikrofon etwas versetzt und dann dürfte das klappen. Ich werde es mit diesem Mikrofon brauchen.
Guten Abend. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten eine kurze Einführung in die Entstehung des Textes geben. Also wer sind die Verfasser, was ist das Anliegen und solche Fragen. Sie finden eine kurze Zusammenfassung auf Ihrem Handout. Aber Sie müssen nicht parallel mitlesen. Gemeinsam am Tisch des Herrn ist die jüngste Publikation des 1946 gegründeten ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen. Dieser Arbeitskreis wird abgekürzt ÖAK. Der ÖAK beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit kontrovers-theologischen Fragen. Also mit Fragen, die zwischen den beiden Konfessionen umstritten sind. Ziel ist es, die ökumenische Entwicklung zu fördern. Offizielle Dialoge sollen angestoßen werden, indem sie inhaltlich vorbereitet werden. Die Leitung des Kreises teilen sich seit den Anfängen kirchliche Persönlichkeiten in Bischofsrang und Wissenschaftler, die sich aus der theologischen Professorenschaft rekrutieren. Derzeit sind die Vorsitzenden der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Dr. Georg Betzen und Bischof Emeritus der Kirche von Kurhessen-Waldeck Dr. Martin Heim, der demnächst abgelöst wird durch unseren Kirchenpräsidenten Dr. Christian Schad. Auf wissenschaftlicher Seite stehen im Kreis Professor Dr. Dorothea Sattler aus Münster und Professor Dr. Volker Repin aus Tübingen. Schon am 11. September 2019 wurde die Studie Gemeinsam am Tisch des Herrn in Frankfurt am Main der Öffentlichkeit präsentiert. Und sie war seitdem über die Internetseiten der Universität Münster, wo Frau Sattler tätig ist, in deutscher Sprache zugänglich. Dorothea Sattler und Volker Lepin fungieren als Herausgeber der neuen 2020 zweisprachig in deutscher und englischer Sprache publizierten Studie. Die Zweisprachigkeit wurde gewählt, um eine breite Rezeption zu ermöglichen und die Arbeit in internationale Bemühungen einzubetten. Es gibt auch Studien aus den USA zwischen der lutherischen Kirche dort und der römisch-katholischen Kirche und eine ähnliche Studie aus Finnland. Und so durch die englische Sprache ist die Rezeption gesichert in alle Richtungen. Gemeinsam am Tisch des Herrn gilt als sogenannte INIA-Erklärung. Also als ein Dokument, das den Stand der Forschung und der Übereinkunft festhält, aber noch offene Punkte benennt, an denen weiter gearbeitet werden muss. Es ist ein relativ dünnes Heft, das da entstanden ist und im Herder Verlag und bei Van Hoog und Ruprecht erschienen ist. Aber es steckt viel Arbeit im Hintergrund. Rund 10 Jahre lang wurde an der Studie gearbeitet. Theologische Experten aus allen Disziplinen waren beteiligt und besonders gut sichtbar wird die Arbeit der Exegeten, also der Neutestamentler, teilweise auch der Alttestamentler, vor allem der Neutestamentler und der Kirchenhistoriker und der Liturgiewissenschaftler, die in historischer Perspektive arbeiten. Schaut man den Titel der Studie an, dann fällt der Untertitel auf. Ein Votum des ÖAK. Der Arbeitskreis möchte also die gesamte Studie als ein Votum, eine Meinungsäußerung, Stellungnahme und Empfehlung im Hinblick auf die weitere Beratung der Kirchen über das gemeinsame Abendmahl verstanden wissen. Nicht nur die abschließenden, schlussfolgenden Seiten des Dokumentes, die als Vot mit Votum überschrieben sind. Adressaten sind insbesondere die kirchenleitenden Organe auf evangelischer und römisch-katholischer Seite, aber auch interessierte Kirchenmitglieder. Und deshalb sind wir heute Abend hier. Ich darf nun an Herrn Dr. Schuppenhauer übergeben, der uns den Inhalt der Studie vorstellt.
einen schönen guten Abend und die Frage vor allem an den hinteren Teil der Stiftskirche, ob Sie auch mich gut verstehen können. Auch hier dürfen Sie noch mal kurz winken. Ich sehe winken, sieht gut aus. Ja, wie Frau Dr. Hopf schon gesagt hat, darf ich nun ein bisschen den Aufbau dieses Dokumentes vorstellen, mit zentralen Inhalte. Und auch hier finden Sie die wichtigsten Punkte auf der Rückseite des ausgeteilten Handouts. Das Wichtigste steht, wie so oft, am Schluss. Im achten und letzten Kapitel kommt der ökumenische Arbeitskreis zu dem Ergebnis, die ökumenischen Verständigungen beim Thema Abendmahl Eucharistie seien so weitreichend, dass man die verbliebenen Differenzen nicht mehr als kirchentrennend ansehen kann. Und auf dieser Grundlage votieren die Autoren dann für eine Öffnung der konfessionellen Mahlfeier für die Mitglieder der je anderen Konfession. Eine solche Praxis sei theologisch begründet und insbesondere aber eben nicht nur für konfessionsverbindende Paare pastoral geboten. Davor nehmen nach einer kurzen Einleitung und einem gemeinsamen Zeugnis das dritte und vierte Kapitel den breitesten Rahmen ein. Eine biblisch-theologische Grundlegung und die Darstellung der historisch gewachsenen Vielfalt der Feierformen. Betont wird, sowohl in der Heiligen Schrift als auch im Laufe der 2000-jährigen Geschichte der Kirche, gab es verschieden akzentuierte Deutungen des eucharistischen Geschehens, die wiederum unterschiedliche Feierformen und Leitungsmodelle zur Folge hatten. Auch heute, so das Resümee des vierten Kapitels, könne eine historisch gewachsene liturgische Vielfalt als Reichtum erfahren werden. Es komme darauf an, auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses des Sinngehalts der Feier die Andersheit des anderen zu akzeptieren und die eigene Tradition nicht absolut zu setzen. Ja, mehr noch, die Fülle dessen, was durch die Stiftung Jesu grundgelegt ist, könne man letztlich gar nicht in einer einzigen liturgischen Ausprägung feiern. Im fünften Kapitel wenden sich die Autoren den im ökumenischen Dialog gewonnenen Einsichten zur Theologie von Eucharistie und Abendmahl zu. Sie verweisen darauf, dass die klassischen Kontroversen der Reformationszeit zum Großteil nicht mehr kirchentrennend sind. Vor allem die Realpräsenz, der Opferbegriff und das Thema Kommunion unter beiderlei Gestalt untermauert werden. Mit Verweis auf die Überwindung jahrhundertelanger Trennungen am Tisch des Herrn zwischen Lutheraner und Reformierten hätte Karl Ackländer darauf hingewiesen, aber auch zwischen Protestanten und Methodisten, Anglikanern und Altkatholiken, Stichwort Neuenberger Konkordie und andere Dialoge, wird festgestellt, Abendmahlsgemeinschaft ist möglich, wenn sie nur gewollt wird. Und ermutigt wird dazu, als Zwischenschritte auf dem Weg zur Einheit, schon jetzt auf Lehre und Praxis des ökumenischen Partners mehr als bislang zu schauen und den konfessionell verengten Blick zu weiten. Und ebenso dazu, Abendmahl und Eucharistie ökumenisch sensibler zu gestalten, beziehungsweise alles zu vermeiden, was die Gefühle des ökumenischen Partners verletzen könnte. Später dazu mehr. Im sechsten und siebten Kapitel schließlich werden die größten Hindernisse auf dem Weg zur Eucharistiegemeinschaft angesprochen, die Fragen nach dem Amt und nach der Kirchengemeinschaft. Aber auch hier suchen die Autoren nach einem gemeinsamen Grundverständnis, und sie entdecken es, indem sie das Amt weniger historisch in eine ununterbrochene Kette von Handauflegungen von Bischof zu Bischof einbetten, sondern vor allem dramaturgisch vom Heiligen Geist her und von seiner heilsvermittelnden Wirksamkeit her begründen. Und damit stehe auch der gegenseitigen Anerkennung der Ämter kein theologisches Argument mehr entgegen. Und Ähnliches gilt dem Votum zufolge für die Frage der Kirchengemeinschaft. Gemeinsam wird betont, dass die Eucharistie nicht nur den Einzelnen mit Christus verbindet, sondern durch den Empfang des Leibes Christi wird zugleich die Verbundenheit mit seinem Leib der Kirche angezeigt und vertieft. Durch die eigene Taufe besteht unter allen Getauften bereits eine grundlegende Einheit mit Christus und untereinander. Und
Diese sei stärker als alle Differenzen im Kirchenverständnis und berechtige zur wechselseitigen Einladung zur Eucharistie und Abendmahl. Mit all dem geht das Votum in zwei wichtigen Punkten über die Orientierungshilfe hinaus, die 2018 die meisten katholischen Bischöfe in Deutschland für ihre Bistümer in Kraft gesetzt haben. Es plädiert nicht nur dafür, einen Weg für konfessionsverbindende Paare zu eröffnen, sondern für alle Katholiken und Protestanten. Und die Einladung ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um die Teilnahme evangelischer Christen an der katholischen Eucharistie, sondern ebenso umgekehrt. Soweit eine kurze Inhaltsübersicht. Im folgenden Teil geht es um zwei Stellungnahmen, eine aus evangelischer Perspektive zum Text und Herr Sprudenrauch hat eine katholische Stellungnahme vorbereitet. An der Studie beeindruckt mich das versammelte Fachwissen. Es ist großartig, was Forscher verschiedener Disziplinen gemeinsam schaffen können. Ich profitiere insgesamt davon, so kompakt informieren zu können. Im kirchenhistorischen Teil hätte ich mehr Ausführungen zu den innerevangelischen Abendmahlsstreitigkeiten erwartet und zu ihrer Lösung in den Unionen des 19. Jahrhunderts und durch die Leuenberger Konkordie. Richard Hartländer hat schon darauf hingewiesen, eingangs. Die Skizzen zu den Differenzen der Reformationszeit bleiben in der Studie blass. Das ist aber nur ein Mangel, wenn man mit der Expertenbrille darauf schaut. Dann vermisst man die Präzision, mit der die Diskussionen des 16. Jahrhunderts geführt wurden. Führt man sich das Anliegen des Textes gemeinsam am Tisch des Herrn vor Augen, dann würde die Konzentration auf innerevangelische Streitigkeiten der Vergangenheit und ihre Überwindung nicht weiterführen. Die Streitigkeiten sind überwunden. Man muss es sich nicht ständig neu in Erinnerung rufen. Ich bedauere, dass die theologische Disziplin der Systematik nicht in einem eigenen Kapitel zu Wort kommt, auch wenn sie freilich an den verschiedensten Punkten deutlich durchscheint bzw. hervortritt. So zum Beispiel im exegetischen Kapitel, wo über die Gabeworte reflektiert wird. Die Passagen über die hermeneutischen Grundentscheidungen sind mir gut verständlich, aber gern würde ich mehr erfahren über die philosophischen Konzepte, die neue Deutungen des Abendmahlsgeschehens zulassen. Auf Seite 61 der Studie finde ich das Stichwort relationale Ontologie. Auf Seite 62 ist die Rede vom phänomenologischen Gabeldiskurs und von modernen zeichentheoretischen Ansätzen. Dazu wüsste ich gern Näheres und ich hoffe da auf den Ergänzungsband. Unter den sprachanalytischen Ansätzen zum performativen Sprechen kann ich mir als Anglistin etwas vorstellen, aber das gilt sicher nicht allen Leserinnen und Lesern so. Für weiterführend halte ich die Empfehlung einer hermeneutischen Hinwendung zur Empirie, also zu dem, was wir sehen und wahrnehmen können. Ich schätze, dass das Dokument kombinierend die pneumatologische Perspektive stark macht. Herr Stubenrauch hat es uns vorher schon in der Einführung gezeigt. Dem Heiligen Geist und seinem Wirken etwas zuzutrauen, schafft Spielräume. Ich frage mich allerdings, ob die römisch-katholische Kirche mit dem radikal pneumatologischen Ansatz der Studie, der auf der Seite 75 sichtbar wird, mitgehen kann. Ich zitiere Ihnen ein Stück. Trotz der Differenzen in Bezug auf die apostolische Sukzession im Bischofsamt
und der jurisdiktionellen Ausstattung des Bischofsamtes besteht Übereinstimmung darin, dass zur apostolischen Sukzession eine geordnete Gestaltung der überregionalen Episkopäe Es erscheint unter Beachtung pneumatologischer Aspekte theologisch angemessen, kirchliche Dienste aufgrund ihrer offenkundigen Wirksamkeit in einem geistlichen Urteil als geistgewirkt anzuerkennen. Eine solche Sichtweise richtet ihren Blick nicht primär auf die Frage nach den historisch überlieferten Formen der Beauftragung von Menschen mit dem Amt der Gemeindeleitung und dem Vorsitz der Eucharistie. Sie schaut vielmehr auf die in der jeweiligen kulturell differenzierten Erfahrungswelt erkennbare Fruchtbarkeit der kirchlichen Dienste und Ämter. Via Empirica. Ein solcher Zugang zur Thematik argumentiert auf der Basis einer transzendentalen Reflexion und erkennt die Bedingung der Möglichkeit der Wirksamkeit amtlichen Handelns. Stärkung der österlichen Hoffnung, Tröstung der Gewissen, Aufbau der Gemeinde, Ermutigung zur Diakonie im sozialen Kontext. Im Handeln Gottes in seinem Heiligen Geist durch die zum kirchlichen Dienst berufenen Menschen. Soweit das Zitat. Ich sehe für beide Seiten, besonders aber für die katholische Seite, eine enorme Herausforderung. Von der Empirie auszugehen, würde eine totale Umkehr der Prinzipien bedeuten. Die Befreiungstheologie hat das in den 1970er und 80er Jahren vorgeschlagen und ist damit am kirchlichen Lehramt gescheitert. Welche Spielräume würde die empirische Wende in der Ämtertheologie eröffnen? Man würde schauen, ob Ämter Früchte tragen. Tun sie das, finden Menschen so zum Glauben, werden Menschen gestärkt, getröstet etc., haben sie ihre Berechtigung. Könnte das ermöglichen, dass unsere evangelischen Prädikantinnen und Prädikanten von katholischer Seite als Verwalterinnen und Verwalter der Sakramente akzeptiert werden? Welche Auswirkungen hätte es generell auf die Anerkennung von Frauen in kirchlichen Ämtern, von Pfarrerinnen und Pfarrern und zugespitzt auf das Abendmahl? Hat die römisch-katholische Kirche auch bei einer evangelisch ordinierten Pfarrerin, bei einer von einer evangelisch ordinierten Pfarrerin des Abendmahls das Vertrauen, das Gedächtnis der erlösenden Lebenspreisgabe Jesu Christi werde hier in der Kraft Gottes gefeiert? Wird die katholische Kirche anerkennen, dass ich ja ein echtes Abendmahl feiere? Aber die Anfrage gilt auch umgekehrt. Sehen wir Protestanten das Segensreiche an katholischen Amtsstrukturen? Und welche Konsequenzen hat das dann für uns? Als Evangelische können wir uns durch den Text in der evangelischen Haltung zur eucharistischen Gastfreundschaft bestärkt fühlen und in unserer Praxis alle Getauften zur Feier des Abendmahls einzuladen. So formuliert es die Stellungnahme der EKD, die Anfang dieses Jahres erschien. Die Stellungnahme des Rates der EKD vom 28. Februar 2020 hat außerdem die einzelnen Gläubigen im Blick, die ungeachtet der offiziellen Erlaubnis an Abendmahl und Eucharistiefeier der anderen Konfession teilnehmen. Sie formuliert, zitiere, der Text der Studie eröffnet einen Raum, in dem die oftmals in den Gemeinden vorzufindende Praxis einer wechselseitigen Teilnahme am Abendmahl bzw. der Eucharistie ohne Belastung der Gewissen möglich wird. Es stimmt, die Belastung der Gewissen wird weniger durch Argumente. Sie wird aber erst vollständig verschwinden, wenn kirchenrechtliche Sicherheit besteht, wenn die Kirchen sich offiziell gemeinsam darauf verständigt haben,
dass die wechselseitige Teilnahme rechtens und bestenfalls sogar erwünscht ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin mit einem Katholiken verheiratet und gehe auch, seit ich meinen Mann kenne, regelmäßig in katholische Gottesdienste. Es war mir immer ein Bedürfnis, auch zum Abendmahl zu gehen, beziehungsweise an der Kommunion teilzunehmen. Oft hatte ich ein ungutes Gefühl dabei. Das ist grundlegend anders, seitdem infolge der pastoralen Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz unter dem Titel »Mit Christus Ehen, der Einheit auf der Spur«, konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie vom Februar 2018, das Bistum Speyer nicht-katholische Christen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe leben, mit einem Katholiken oder einer Katholikin, unter bestimmten Bedingungen zum Kommunionempfang zulässt. Deshalb denke ich in Bezug auf gemeinsam am Tisch des Herrn, die Lektüre der Studie alleine erleichtert die Gewissen zu einem gewissen Grad. Erst verbindliche Zusagen von kirchlicher Seite können Gewissen tiefer befreien. Paare, die in konfessionsverbindender Ehe leben, sind bei regelmäßigem Gottesdienstbesuch mit der Liturgie beider kirchlicher Traditionen vertraut. Ich halte die Empfehlung des ÖAK für gut, die bestehenden Liturgien zu fördern und nicht auf eine künstliche Konvergenzliturgie zu drängen. Künstliche Liturgien, so gut sie sind, ich denke zum Beispiel an die sogenannte Lima-Liturgie, werden wenig rezipiert. Besser erscheint es mir darauf zu setzen, dass es sich bei regelmäßig praktizierter Gastfreundschaft Liturgien von selbst angleichen. Man darf auch nicht meinen, dass, wenn man Gastfreundschaft übt, dann immer alles beim Alten bleiben wird. Die Studie gibt uns Evangelischen auch Hausaufgaben. Auf Seite 84 der Studie heißt es im Votum, es ist ein Gebot der ökumenischen Sensibilität, bei der Gestaltung der liturgischen Feiern so weitgehend wie im Sinne der eigenen Tradition möglich, auch auf die Anliegen der anderen Konfessionen Rücksicht zu nehmen. Wir müssen Fragen der katholischen Geschwister an unsere Abendmahlspraxis ernst nehmen und unsere Praxis prüfen. Der Text formuliert es sehr vorsichtig und spricht vom sorgsamen Umgang mit dem Mahlgang. Mir persönlich ist ein respektvoller Umgang mit Brot und Wein auch nach der Feier wichtig. Er ist für mich nicht nur ein Gebot der ökumenischen Rücksichtnahme. An der Universität Bonn haben wir vor 18 Jahren schon unter der Leitung von Jörg Haustein eine Umfrage unter den rheinischen Gemeinden gemacht, wie der Umgang ist und was denkbar ist. Die Antworten variierten sehr stark und reichten vom Wegschütten des Weines oder ein in den Ausguss im schlimmsten Fall oder an einem Baum im Fahrgarten zum Wegwerfen und über Weiterverwerten des Abendmahlbrotes im Rahmen von Mahlzeiten bis hin zum unmittelbaren Verzehr in der gottesdienstlichen Gemeinschaft. Und diese letztgenannte Variante ist die von mir favorisierte und das ist etwas, was ich mir vorstelle unter sorgsamen. Ich nehme wahr, dass es doch einen Kairos, einen rechten Zeitpunkt geben muss, an dem etwas gesagt wird, damit es verstanden und umgesetzt werden kann. Das gleiche Anliegen, das die neueren Studien, zu denen gemeinsam am Tisch des Herrn gehört, verfolgte schon 2003 eine Thesenreihe einiger ökumenischer Institute im Südwesten Deutschlands. Das Konfessionskundliche Institut Bensheim, das Ökumenische Institut der Universität Tübingen und das Ökumenische Institut des Lutherischen Weltbundes in Straßburg veröffentlichten damals schon Thesen zur eucharistischen Gastfreundschaft unter dem Titel Abendmahlsgemeinschaft ist möglich. Was war 2003 anders? Wurde den Thesen nicht Gehör geschenkt, weil sie mit Ausnahme von Tübingen nur von evangelischer Seite vorgebracht wurden?
War das ökumenische Klima ein anderes unter Papst Johannes Paul II. Als unter Franziskus I.? Waren die Vorarbeitungen noch nicht weit genug gediehen? Nun ist das neue Dokument im Vorlauf zum sogenannten ökumenischen Jahr 2021 erschienen, in dem im Mai in Frankfurt am Main der dritte ökumenische Kirchentag stattfinden wird. Geplant war für dieses Jahr auch die Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Karlsruhe, die nun leider pandemiebedingt verschoben werden musste. Ich wünsche dem Text, dass er zur rechten Zeit gesagt wird. Ich würde mich ja sehr loben, jetzt sofort zu reagieren, Stellung zu nehmen, aber Sie haben erstmal das Recht zu hören, was ich Ihnen im Vorfeld für katholische Gedanken zu diesem Text gemacht habe. Ich möchte das in drei Schritten tun. Ich möchte als erstes darlegen, wo ich das entscheidende Neue und Bedenkenswerte an diesem Dokument sehe. Zweitens möchte ich einige Anfragen stellen, die ich an das Votum habe. Und an dritter Stelle stehen Überlegungen zum Thema Ökumene und Rezeption. Das entscheidend Neue. Lassen Sie mich dazu zunächst beschreiben, wie ökumenische Dokumente normalerweise aufgebaut sind. Hierfür hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Standardrezept herausgebildet. Man nehme ein Thema, zum Beispiel das Thema Abendmahl. Zuerst stelle man vor, was die Reformatoren, vor allem Martin Luther, dazu gesagt haben. Dem stelle man kurz und knapp die Erwiderungen des Trienter Konzils gegenüber, verbunden mit einer Prise Entstehungsgeschichte, um die Schärfe etwas abzumildern und dann möglichst schnell zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils zu kommen, und dann zähle man die hoffentlich vielen gefundenen Übereinstimmungen auf. Ganz wichtig, am Ende nenne man keine praktischen Konsequenzen, um keinem weh zu tun und um alles doch irgendwie beim Alten zu machen. Anders beim gemeinsamen Votum. Es bleibt nicht beim bloßen Beschreiben und Vergleichen theologischer Lehren stehen. Am Ende wird eine klare Handlungsoption, eben ein Votum für die wechselseitige Teilnahme, ausgesprochen. Das erste entscheidende. Und auch die Begründung hebt sich vom ökumenischen Standardrezept ab. An der Erstellung waren, wir haben es bereits von Frau Dr. Hopf gehört, nicht nur Systematiker, sondern Vertreter vieler theologischer Disziplinen beteiligt, auch und vor allem Bibelwissenschaftler. Und das zeigt sich im Dokument. Am Beginn stehen nicht wie sonst die unterschiedlichen Lehren unserer Kirchen, sondern der gemeinsame Blick in die Heilige Schrift als Urkunde unseres Glaubens. Ein gerade für meine katholische Kirche eher ungewöhnliches Vorgehen. Denn bei katholisch ist es leider oft so. Dreh- und Angelpunkt ist die Lehre der Kirche, die sich im Zusammenspiel von Tradition, Lehramt und wissenschaftlicher Theologie herausgebildet hat. Und die Bibel kommt erst nachher ins Spiel. Und oft nach der sogenannten Steinbruchmethode. Man reißt einzelne passende Aussagen aus dem biblischen Kontext heraus und verwendet sie, um das zu untermauern, was schon vorher als kirchliche Lehre feststeht. Wie wohltuend anders das Votum. Hier ist die Heilige Schrift Ausgangspunkt der Überlegungen, keine nachträgliche Begründung. Und nur so kann sie wirklich ihre ganze Kraft entfalten. Als kritisches Korrektiv an die gewachsenen Traditionen beider Kirchen, das uns hilft, aus manchen ökumenischen Sackgassen herauszukommen. Als Inspiration danach zu fragen, was die Eucharistie zuinnerst nach dem Willen Jesu bedeutet und was daraus für Feierform und Einladungspraxis folgt. Und dieser Blick in die Bibel zeigt, ich habe es eingangs schon gesagt, das Geheimnis der Eucharistie ist so unergründlich, dass es schon in biblischer Zeit verschieden akzentuierte Deutungen gab, die sich von Beginn an in unterschiedlichen Feierformen zeigten. Und auch eine zweite theologische Disziplin kam und kommt in der dogmatisch übergewichtigen Ökumene oft zu kurz, die Kirchengeschichte. Im Dokument Gemeinsam am Tisch des Herrn
spielt die Frage nach dem historischen Werden der Eucharistie eine sehr große Rolle mit spannenden und wichtigen Ansichten für die Gegenwart. Die klassische katholische Eucharistielehre, deren Nachwirkungen bis heute spürbar sind, tat ja mit ihrer Redeweise von der Messe aller Zeiten fast so, ich überspitze etwas, es hätten schon die Apostel barocke Messgewänder getragen und mit dem Rücken zum Volk verteilen zu können. Die Kirchenhistoriker sagen dazu ganz klar, so war es nicht. Seit dem Beginn der 2000-jährigen Geschichte der Kirche stammt kein Einheitsritus, der sich nach und nach ausdifferenziert und in seinem Kern hochgehalten hat, sondern eine bunte Vielfalt liturgischer Formen, in denen das eine Christusgeheimnis gefeiert wurde. Das katholische Ideal einer uniformen Messliturgie hingegen gibt es erst seit dem 16. ja eigentlich erst seit dem 19. Noch eine weitere historische Erkenntnis wird im Text zwar nicht genannt, ist aber für unser Thema durchaus bedeutsam. Bis ins 18. Jahrhundert hinein konnten Katholiken die Eucharistie auch von nicht-katholischen Spenden, vor allem aus orthodoxen Kirchen, empfangen und umgekehrt mit vollem Wissen der römischen Zentrale. Eine wechselseitige Teilnahme wurde als möglich angesehen und praktiziert. Klammer auf, vor allem wenn man darin ein geeignetes Mittel zur Rückkehr in den Schoß der eigenen Kirche gesehen hatte. Aber es war möglich nach römischen Dokumenten. Kurzum, die Kirchengeschichte zeigt uns, die kirchliche Praxis und damit auch die dahinterstehende Lehre von der Gestalt und von der Zulassungspraxis der Eucharistie war früher viel bunter und weiter, als es die gegenwärtige katholische Kirche vermutet ist. Diese biblischen und historischen Befunde gilt es im ökumenischen Dialog ernst, beziehungsweise ernster zu nehmen, so wie es das gemeinsame Votum tut. Wenn bereits in der Heiligen Schrift Ansätze einer vielfältigen Eucharistielehre und Praxis zu finden sind, wenn es im Laufe der Kirchengeschichte viele unterschiedliche Feierformen mit je anderen theologischen Schwerpunktsetzungen gab, wenn über Jahrhunderte ein wechselseitiger Eucharistieempfang trotz fehlender Kirchengemeinschaft möglich war, warum soll es dann heute ausgeschlossen sein, in unterschiedlichen liturgischen Feiergestalten ebenso legitime Formen des einen eucharistischen Geheimnisses zu sehen? Und warum sollte dann eine wechselseitige Teilnahme nicht möglich sein? Im zweiten Schritt muss ich nun aber doch etwas Wasser in den Wein schütten, den ich Ihnen bis jetzt kredenzt habe. Die Kernthese des Votums lautet ja, weil wir in Eucharistiekirchen und Amtsverständnis schon so weit übereinstimmen, dass die verbleibenden Unterschiede nicht mehr kirchentrennend sind, deshalb ist eine wechselseitige Teilnahme möglich. Und ich maße mir als einfacher Ökumene-Referent nicht an, etwas besser zu wissen als die bedeutendsten gegenwärtigen Theologen im deutschsprachigen Raum, die sich, wie gehört, 10 Jahre über diesen Text im Kopf zerbrochen. Ich will nur Rückfragen stellen. Rückfragen an die Praxis unserer beiden Kirchen, bei denen ich so meine Zweifel habe, ob die Übereinstimmungen, die das Votum nennt, tatsächlich schon gegeben sind. Eine erste Rückfrage bezieht sich auf die Frage, wer zur Eucharistie eingeladen ist. Eine der vielen Stärken des Dokuments ist die Betonung, dass die Eucharistie unter der Spannung von Integration und Identität steht. Die Eucharistie hat zunächst eine integrative Kraft. Sie ist nicht nur, wie Papst Franziskus sagt, eine Belohnung für die Frommen, sondern auch eine Arznei für die Verwundeten. Integrativ ist sie aber auch für unsere Kirche als Ganze. Die Eucharistie ist nicht nur das Zeichen bereits vollendeter Einheit, sondern auch ein Mittel, das uns hilft, diesem Ziel näher zu kommen. Aber das ist die eine Seite. Für unsere beiden Kirchen ist die Eucharistie zugleich etwas, was zutiefst mit unserer Identität zu tun hat. Durch den Empfang des Leibes Christi zeigen wir, wer wir sind, Glieder an seinem Leib der Kirche. Und das gemeinsame Votum macht deshalb die Taufe stark. Das Sakrament, in dem unsere christliche Identität, unsere Gemeinschaft mit Christus und allen Glaubenden grundgelegt wird. Wie aber ist damit die Praxis mancher evangelischer Landeskirchen zu vereinbaren, auch Ungetaufte zum Abendmahl zuzulassen? Gerade in den vergangenen Monaten nach
Schock der Demografiestudie, wonach unsere beiden Kirchen bis 2060 die Hälfte unserer Mitglieder verlieren werden, sind evangelische Stimmen lauter geworden, die sich für mehr kirchliche Gliedschaftsrechte ungetauft aussprechen, eben auch beim Abendmahl. Hier bin ich der anderen Seite für eine Klärung dankbar, ob das Votum mit seinem Starkmachen der Taufe auch wirklich die Position aller Landeskirchen widerspiegelt. Eine zweite Rückfrage bezieht sich auf den laut Votum untrennbaren Zusammenhang von Abendmahl und ordinierten Vorsteherdienst. Die Studie betont für beide Kirchen die Unverzichtbarkeit des Amtsträgers, der an der Spitze der Gemeinde steht und im Namen aller die Feier leitet, und jetzt gleich der Gemeinde gegenübersteht, als Zeichen dafür, Christus selbst ist nicht nur der Einladende, sondern er ist und bleibt das Subjekt der Feier. Wieso lassen es dann aber manche Landeskirchen zu, auch ohne Beteiligung eines ordinierten Abendmahls zu feiern? Und gerade auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in Zeiten des Verbots öffentlicher Gottesdienste haben einige Landeskirchen für Hausabendmähler auch ohne die Teilnahme eines Amtsträgers bewusst geworben, nicht die pfälzischen. Und zum Teil bewusst mit der konfessionell abgrenzenden Begründung, bei uns gibt es kein Priestertum, das über das allgemeine Priestertum hinausgeht. Auch hier meine ich, dass die konfessionelle Realität dem, was das Votum als ökumenische Übereinstimmung festhält, noch hinterherhängt. Ich könnte noch zwei, drei weitere Beispiele richten und deutlich möchte noch eine dritte und anders gelagerte Rückfrage stellen, nämlich ob mit dem Votum für die wechselseitige Teilnahme der Ökumene nicht der Stachel gezogen wird. Wofür sollen wir uns noch der Anstrengung des theologischen Dialogs unterziehen, wenn wir das schon vorwegnehmen, was doch am Ende des ökumenischen Weges steht, die volle Gemeinschaft an dem einen Tisch des Herrn als tiefster Ausdruck unserer kirchlichen Verbundenheit. Dahinter steht die Frage, die im Votum selbst gestellt, meiner Meinung nach aber nicht wirklich beantwortet wird. Was braucht es für die wechselseitige Einladung zur Abendmahl und Eucharistie? Reicht es schon, im Christusbekenntnis eins zu sein? Und nur in ganz grundlegenden theologischen Fragen von Kirche, Eucharistie und Amt übereinzustimmen? Oder bedarf es nicht auch einer Einheit auf der sichtbaren, auf der strukturellen, auf der institutionellen Ebene? Bei aller innerkatholischen Vielfalt in der Zeit vor dem 19. Jahrhundert bis jetzt galt in der Ökumene dieser Konsens. Eine umfassende Eucharistiegemeinschaft setzt kirchliche Gemeinschaft voraus, weil die Eucharistie eben nicht nur Jesus und mich als Einzelnen betrifft, sondern auch die Kirche, und weil die Kirche nicht nur eine freischwebende, unsichtbare Glaubensgemeinschaft ist, sondern sich aus sichtbaren Raum und Zeit realisiert. Ich mache es ganz anschaulich. Solange unsere Gemeinden verbissen und Pfarrheime kämpfen, obwohl es fast die ganze Woche leer steht und gleich nebenan ein Pfarrheim der anderen Konfession steht, das ein problemlos anbieten könnte. Solange es unsere Kirchenleitungen nicht schaffen, sich bei gesellschaftspolitischen Themen gemeinsam zu äußern, solange sich kirchliche Publizisten dazu verleiten lassen, die eigene Position durch die Abwertung anderer Konfessionen zu profilieren, solange ist für mich die umfassende wechselseitige Teilnahme an Eucharistie und Abendmahl noch nicht hinreichend geistlich, theologisch und vor allem kirchlich. Kommen wir zu meinem dritten und letzten Punkt. Das Schlimmste, was unserem Votum passieren kann, wäre das, was in ökumenischen Dokumenten leider fast immer geschieht. Man blättert interessiert darin, stellt nachdenklich, nickend fest, wie viel Wahres drinnen steht und legt es dann doch wieder zur Seite, macht genauso weiter wie vorher. Das Schlüsselwort, das ist schon gefallen, heißt Rezeption. Es geht darum, aus dem, was man an Übereinstimmung erkannt hat, Konsequenzen zu ziehen, auf beiden Seiten, in der eigenen Kirche und im ökumenischen Miteinander. Beim Wort Rezeption blicken viele erstmal nur auf die Kirchenleitung. Wann machen der Papst, die Bischöfe, Kirchenpräsidenten, Synoden endlich ernst und lassen ihren frommen Worten in der Ökumene tragen? Die Kritik ist berechtigt. Die uns
unzähligen ökumenischen Dialogpapiere der vergangenen 50 Jahre sind zum Großteil reine Studiendokumente. Sie wurden nur ganz in geringer Zahl von den Kirchen wirklich amtlich als gemeinsame offizielle kirchliche Texte rezipiert. Und nur wenige Dialoge haben ganz konkrete Auswirkungen auf Liturgie, kirchliche Strukturen und so weiter. Es gilt sogar für eines der wichtigsten Dokumente, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung ist. Man kann sich deshalb den Worten des Limburger Bischofs Georg Betzing bei der Vorstellung des Votums nur anschließen. Sollten seine bischöflichen Mitbürger diesen Text mit der Haltung begegnen, so nicht, dann stehen sie in der Pflicht, ihm eine Antwort auf die Rückfrage zu geben, wie denn dann? Der alleinige Blick nach Rom und Hannover bzw. nach Speyer zu den Leitungen unserer Kirchen ist aber nur das eine. Auch die sogenannte Basis kann, ohne dass sie dazu einen Segen von oben bräuchte, vieles tun, um dem Votum Wirksamkeit zu verschaffen. Indem wir das machen, wozu der Text immer wieder aufruft, unsere bestehende Abweisung der Eucharistiepraxis an die ökumenischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte anpassen. Jetzt kommen zwei, drei Doppelungen zu Ihnen, Frau Hopf. Gerade wir Katholiken könnten zum Beispiel Folgendes tun. Wir könnten uns nochmal fragen, wie oft reichen wir tatsächlich den Leib und das Blut des Herrn in beiden Gestalten, Brot und Wein. Wir müssten uns nochmal fragen, wie überbordend ist manchmal unsere Eucharistiefrömmigkeit im Gottesdienst, nach der Kommunionsspendung, wenn wir den Leib des Herrn wieder ganz feierlich in den Tabernakel deponieren, aber vor allem auch außerhalb der Eucharistiefeier. Da ist manches, denke ich, ökumenisch sensibel ausbaufähig. Aber eben auch umgekehrt. Mir tut es weh, wenn in manchen evangelischen Gemeinden nach dem Gottesdienst Brot und Wein entsorgt werden. Und von den Problematiken ungetauft zum Abendmahl zuzulassen und Abendmahl ohne Ordinierte zu feiern, habe ich schon gesprochen. Wir können aber auch gemeinsam vieles tun. Eben bewusst den Gottesdienst der anderen Konfession mitfeiern, um konkret zu erleben, wie sehr unsere Feierformen übereinstimmen, Ausdrücke einer gemeinsamen Grundüberzeugung sind. So oft wie möglich die Öllieder singen, wenn wir dürfen nach Corona. In jedem Gottesdienst eine Fürbitte für die Einheit der Kirche sprechen. Das und vieles mehr würde den Boden dafür bereiten, dass wir auch sichtbar institutionell immer mehr zu einer Kirche zusammenwachsen. Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ich bin den Mitgliedern des ÖRK einfach nur dankbar für Ihren Text. Sie haben sich eines Themas angenommen, das seit einem halben Jahrhundert auf der kirchlichen Agenda steht und im Zug, den nach dem Kirchentag 2021 nochmal besonders dringlich ist. Sie zeigen auf, wie weit wir theologisch tatsächlich schon sind und rufen uns auf, Konsequenzen daraus zu ziehen. Sie sehen aber, wie ich gesagt habe, manche Fragen schon beantwortet an, wo es vielleicht lohnenswert ist, tatsächlich nochmal hinzuschauen. So steht am Ende meiner katholischen Gedanken die Hoffnung, dass das bald Wirklichkeit wird, was die Autoren der Studie zutiefst angetrieben hat. Dass wir wirklich gemeinsam am Tisch des Herrn sitzen können, als tiefstes Zeichen unserer Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Danke für Ihr liebes Zuhören.